Die Rückkehr der Wehrpflicht, darüber wird in Deutschland tatsächlich wieder diskutiert. Als Folge des Ukraine-Krieges dürfe es keine Denkverbote zur Verteidigung des Landes geben, so der Tenor. Allerdings schaltete sich schnell der FDP-Chef ein und Christian Lindner pfiff seine Parteifreundin Strack-Zimmermann zurück, die schließlich die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ist und sprach von einer Gespensterdiskussion. Doch ausgerechnet der neue Verteidigungsminister hatte ja die Debatte losgetreten. Boris Pistorius bezeichnete die Aussetzung der Wehrpflicht durch die schwarz-gelbe Bundesregierung im Jahr 2011 als Fehler. Mehr von Matthias Heinrich. Sie waren 2011 die letzten Wehrpflichtigen, die einrückten. Und unter Reservisten heißt es heute, ohne die Wehrpflicht in der Ukraine gäbe es das Land nicht mehr. In der Union gibt es den Vorschlag, eine allgemeine Dienstpflicht wieder einzuführen. Denn schon die Pandemie habe offenbart, Deutschland fehlt in vielen Bereichen die Durchhaltefähigkeit. Wir brauchen eine umfangreiche Stärkung aller Sicherheitsorganisationen, von der Bundeswehr über das Rote Kreuz bis zum technischen Hilfswerk hin. Und für all diese Sicherheitsorganisationen brauchen wir Personal. Und deswegen glaube ich, müssen wir den alten Satz von John F. Kennedy wieder herausholen. Frage nicht, was dein Land für dich, sondern was du für dein Land tun kannst. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich zwar noch nicht für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen, bekennt aber, es war ein Fehler, die Wehrpflicht auszusetzen. Rein rechtlich ist die Wehrpflicht tatsächlich ausgesetzt, aber nicht abgeschafft. Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann nennt mehrere Punkte, die unabdingbar für die Wiedereinführung wären. Sie müsste auch für Frauen gelten, Kasernen müssten neu gebaut werden, der Mangel an Ausbildern müsste ebenso wie der Mangel an Equipment beseitigt werden. Wehrgerechtigkeit für einen mindestens 12-monatigen Wehrdienst müsste gegeben sein und ehrlich gesagt werden, dass es einen zweistelligen Milliardenbetrag kosten werde. FDP-Parteichef Christian Lindner bremst dagegen, spricht von einer Gespensterdiskussion. Der Wehrdienst könnte aber vielleicht das Personalproblem lindern. Zuletzt gab es 9.200 freiwillig Wehrdienstleistende. Bei der Wehrpflicht wären es dagegen rund 700.000 junge Menschen. Sicherheitsexperten sehen das Problem der Personalschwäche eher woanders. Ich würde mir eine Lage wünschen, in der junge Leute gerne zur Bundeswehr gehen, weil die Karrierechancen bietet, weil man stolz drauf sein kann. Dazu müsste die Bundeswehr besser ausgerüstet sein, gesellschaftlich noch mehr anerkannt sein. Ich glaube, an der Schraube sollte man jetzt kurzfristig vor allem drehen. Andere Länder waren vorausschauender. Aufgrund der veränderten Sicherheitslage hat Schweden die Wehrpflicht wieder eingeführt. Das war 2017, 3 Jahre nach der Krim-Annexion und 5 Jahre vor dem Russland-Überfall auf die Ukraine. Die USA bereiten Insidern zufolge ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine vor. Erstmals soll es auch Raketen mit längerer Reichweite beinhalten. Das 2,2 Milliarden Dollar schwere Paket soll noch in dieser Woche angekündigt werden. Mit dabei eine Präzisionsrakete vom Hersteller Boeing mit einer Reichweite von rund 150 Kilometern. Die Präzisionsrakete ist GPS gesteuert, kann elektronische Störsender überwinden und gegen gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt werden. Unterdessen sind die zugesagten 60 Bradley-Schützenpanzer aus den USA bereits auf dem Weg in die Ukraine. Und wir bleiben beim Thema, denn Boris Pistorius will die Bundeswehr ja wieder auf Vordermann bringen. Und das ist ja auch bitter nötig, wie wir alle wissen. Dazu macht sich der neue Verteidigungsminister selbst auch ein Bild vom Zustand der Truppe. Und heute ist er daher beim Panzerbataillon 203 im nordrhein-westfälischen Augustdorf. Dort lässt sich der SPD-Politiker den Leopard 2 Kampfpanzer vorführen. Auch vor dem Hintergrund, dass Deutschland ja an die Ukraine 14 moderne Leos vom Typ 2A6 liefern wird. Die Ausbildung der ukrainischen Soldaten an den Panzern soll in Kürze beginnen. Polen, das 140 Leopard liefern wird, dagegen hat bereits damit begonnen. Für viele Militärexperten gilt er als der beste Kampfpanzer der Welt, der Leopard 2. Er ist präziser und besser geschützt als die russischen Panzer, so heißt es. Hier im polnischen Świętoszów, nahe der deutschen Grenze, werden ukrainische Soldaten bald an den Superpanzern ausgebildet, vermuten lokale Medien. 10 Wochen dauert das eigentlich. Wenn wir aber das Training intensivieren und die Ausbilder ihre Wochenenden opfern, sind wir in der Lage, Soldaten, die bisher mit postsowjetischer Ausrüstung gearbeitet haben, in nur 5 Wochen auszubilden. Den wohl anspruchsvollsten Teil der Schulung, darunter das Schießen, trainieren die Soldaten zunächst an Simulatoren. Damit können wir die Kursteilnehmer auf die Funktion vorbereiten, für die sie in der Realität verantwortlich sein werden. Der Simulator ermöglicht uns ein höheres Maß an Sicherheit während der Ausbildung, bevor wir die Soldaten an Bord des 60 Tonnen schweren Panzers gehen lassen.
Świętochów ist nur einer von drei Orten in Europa, an denen Soldaten den Umgang mit Leopard-2-Panzern erlernen können. Dazu gehört auch die Wartung der Fahrzeuge. Sich dieses Wissen anzueignen, dauert 3 bis 6 Monate. Wir sind jetzt in der Abteilung, in der wir die Rüstungsmechaniker trainieren. Hier bilden wir Soldaten aus, die sich auf die Wartung des Geschützturms und der Feuerungsanlage sowie auf die Beseitigung von Störungen spezialisieren. Je 14 Leopard-2-Panzer haben Deutschland und Polen der Ukraine versprochen. Bereits ab März will die Bundesrepublik die ersten Exemplare liefern. Union und selbst die Ampelpartner Grüne und FDP kritisieren eine mögliche Doppelrolle von Nancy Faeser als Innenministerin und SPD-Spitzenkandidatin in Hessen. Angeblich könnte Faeser mit Zustimmung von Kanzler Scholz ja als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober antreten und ihr Amt als Bundesministerin im Falle einer Wahlniederlage weiter ausüben. In der Debatte kommt jetzt zusätzlich weiterer Ärger auf Faeser zu, denn Bürgermeister und Landräte aus ihrem Wahlkreis Main-Taunus fordern in einem Brandbrief an die Bundesregierung eine Begrenzung und Steuerung des Zustroms von Flüchtlingen, unter anderem durch mehr Abschiebungen. Die Sozialdemokraten hatten die Pläne der EU, Abschiebungen zu erleichtern, erst vor wenigen Tagen abgelehnt. Die Messerattacke im Regionalzug von Hamburg nach Kiel ist heute auch das Thema im Landtag von Schleswig-Holstein und der Hamburger Bürgerschaft. Im Mittelpunkt steht die Frage, warum der 33-jährige mutmaßliche Angreifer trotz seines Vorstrafenregisters in Deutschland bleiben dürfte. In Kiel wird dazu ein Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge befragt. Bereits gestern versuchte der Rechtsausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtags Antworten zu finden. Der Tatverdächtige hatte jahrelang in NRW gelebt und war dort einschlägig polizeibekannt. Verurteilungen wegen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Tatverdächtige von Brokstedt, ein 33-jähriger staatenloser Palästinenser, hatte vor der Messerattacke mehrere Jahre in Nordrhein-Westfalen gelebt und war bereits dort mehrfach straffällig geworden. Die zentrale Frage nun: hätte der Tod von zwei Teenagern verhindert werden können? Der Rechtsausschuss des NRW-Landtags hat in einer Sondersitzung über mögliche Konsequenzen aus dem Fall diskutiert. Aus der Opposition Kritik und Forderungen. Wir müssen uns fragen, bei jemandem, der, und das darf ich sagen, schon häufig mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, müssen wir uns fragen, muss die Justiz nicht möglicherweise schneller agieren und bei Intensivtäterinnen und Intensivtätern? Ich glaube, das ist wichtig bei allen Beteiligten hier. Da müssen wir drüber nachdenken, ob wir da auch intensiver mit dem Strafrahmen umgehen in Nordrhein-Westfalen. Die Gefahr, die von dem Tatverdächtigen ausging, war offenbar auch in Hamburg nicht erkannt worden, wo er wenige Tage vor der Messerattacke aus der Untersuchungshaft entlassen worden war. Wohnungslos, offenbar drogenabhängig, gefährlich. Ein Entlassungsloch, kritisiert der Resozialisierungsexperte Bernd Mehlecke. Das Hamburger Gesetz zur Resozialisierung und Opferschutz sei ignoriert worden. Auch die im Gesetz vorgesehenen Maßnahmen zur Prävention sind in diesem Einzelfall nicht erkennbar, so der Jurist. Die Hamburger Justizsenatorin weist die Kritik zurück. Man habe alle Maßnahmen unternommen, die vorgesehen seien, darunter die Aufnahme des Wohnungslosen in ein Winternotprogramm. Am Mittwoch befasst sich auch die Hamburger Bürgerschaft mit der tödlichen Messerattacke. Der umstrittenste Atomreaktor Belgiens ist nach 40 Jahren endgültig heruntergefahren worden. Block 2 des Atomkraftwerkes Tihange bei Lüttich wurde um kurz vor Mitternacht abgeschaltet. Experten hatten schon 2012 tausende kleine Risse in dem Reaktordruckbehälter festgestellt. Atomkraftgegner und deutsche Politiker setzen sich seit Jahren für die Abschaltung ein. Belgien hat nun noch 5 Atomreaktoren in Betrieb. Für die beiden jüngsten Meiler ist eine Laufzeitverlängerung bis 2035 geplant. 1,5 Jahre nach dem tödlichen Schuss auf Kamerafrau Helena Hutchins beim Dreh des Westernfilms Rust hat die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat New Mexico nun Anklage gegen Hollywood-Star Alec Baldwin sowie die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez Reed erhoben. Beide müssen sich nun wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten. Auf einer Ranch am Rande von Santa Fe richtete Baldwin im Oktober 2021 eine Waffe auf die Kamerafrau. Dabei löste sich ein Schuss. Baldwin betont, dass er nicht wusste, dass die Pistole scharf war. Im Falle eines Schuldspruchs mit erschwerenden Umständen drohen beiden bis zu 5 Jahre Haft. Eine Ära, sie ist beendet. Der US-Flugzeughersteller Boeing lieferte das letzte Exemplar seines Großraumflugzeuges 747 aus. In einer Zeremonie im Werk in Everett bei Seattle wurde der letzte gebaute Jumbojet einer amerikanischen Chartergesellschaft übergeben. Die einst größte Passagiermaschine der Welt mit dem charakteristischen Buckel hatte ihren Jungfernflug 1969 absolviert. Insgesamt wurden über 1570 Jumbos hergestellt. Im Jahr 2020 kündigte Boeing schließlich wegen mangelnder Nachfrage das Ende der Jumbojet-Produktion an.
Wenn es nicht so ernst und gefährlich wäre, könnte man denken, das ist ein Scherz. In Australien wird seit einer Woche mit Hochdruck eine radioaktive Kapsel gesucht. Sie ist so groß wie ein Fingernagel und ging beim Transport von einer Eisenerzmine auf einer 1400 Kilometer langen Strecke einfach mal so verloren. Angeblich fiel die Kapsel vom LKW. Auch wenn sich der Bergbauriese Rio Tinto öffentlich entschuldigte, die Beunruhigung auf dem fünften Kontinent, sie bleibt. Mit tragbaren Strahlungsdetektoren suchen Teams eine Straße im Westen Australiens ab. Nach einer potenziell lebensgefährlichen kleinen Kapsel. Eine landesweite Suche mit Spezialausrüstung und noch immer keine Spur von ihr. So sieht sie aus, wie das Modell eines Twitter-Users zeigt. Verloren gegangen auf dem Transport von einer Eisenerzmine Newman nach Malaga, einem Vorort von Perth. Irgendwo auf der 1400 Kilometer langen Strecke fiel sie von einem Lastwagen. Das war vor 2 Wochen. Aber erst letzte Woche fällt auf, dass sie fehlt. Seitdem läuft die Suche auf Hochtouren. Die Behörden warnen die Bevölkerung eindringlich, denn das Teil ist aus hochradioaktivem Cäsium-137. Wir raten dringend davon ab, es aufzuheben. Stecken Sie es auf keinen Fall in Ihre Tasche. Legen Sie es nicht in Ihr Auto oder etwa auf Ihre Kommode. Es wird weiter strahlen. Bei Kontakt kann die starke Radioaktivität binnen kurzer Zeit zu Hautschäden, Verbrennungen und zu Krebserkrankungen führen. Die australischen Behörden setzen alles daran, die Kapsel zu finden. Wir verwenden Strahlungsdetektoren, um die Gammastrahlen zu lokalisieren. Außerdem haben wir die GPS-Daten des Speditionsunternehmens ausgewertet und so die exakte Route des LKWs ermittelt. Die Suche geht weiter. Das britisch-australische Bergbauunternehmen Rio Tinto hat sich inzwischen für den Vorfall entschuldigt. Wir sind beim Fußball. DFB-Pokal-Achtelfinale. Die ersten Partien sind gespielt. Der VfB Stuttgart zog in Paderborn mit einem Last-Minute-Treffer in der 96. Minute mit 2:1 ins Viertelfinale ein. Union Berlin setzte seinen Aufwärtstrend fort und gewann zu Hause ebenfalls 2:1 gegen Wolfsburg. Kurz vor dem Spiel war ja ein Sensationstransfer der Köpenicker noch auf den letzten Metern geplatzt. Der fünfmalige Champions-League-Sieger und ehemalige Real Madrid-Star Isco wechselt nicht zu den Eisernen. Grund waren Unstimmigkeiten bei den Vertragsverhandlungen. Angeblich soll beim Gehalt brutto mit netto verwechselt worden sein. Die gute Nachricht des Tages, sie kommt heute aus der Ukraine und damit aus unserer allseits beliebten Welttierrubrik. Denn dort haben die Tiere im Kiewer Zoo wieder ein warmes Zuhause. Durch ausgefallene Heizungen war es in den Gehegen kalt geworden, was unter anderem dem Gorilla Tony gar nicht gefallen hat, denn er braucht mindestens eine Temperatur von 20 Grad, damit er nicht friert. Hilfe, sie kam aus Deutschland, denn der Berliner Zoo spendete bereits 400.000 Euro und von dem Geld hat der Tierpark in Kiew vor allem Generatoren, Öfen und Brennholz gekauft. So haben es die über 3000 Tiere den Winter über wieder warm, trotz des Krieges. Heute Vormittag ziehen von der Nordsee her kräftige Schauer und auch einzelne Graupelgewitter herein. Im Süden und Osten fällt noch etwas Regen, in den Bergen Schnee. Am Nachmittag ziehen die gewittrigen Schauer mit Sturmböen in die Mitte und dann nach Franken. Im Westen und Südwesten gibt es kurze Auflockerungen und es bleibt trockener. Die Höchstwerte reichen von 3 Grad in den östlichen Mittelgebirgen bis zu 9 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Der böige Wind macht das Gefühl kühler. Am Donnerstag kommt es dann im Süden oberhalb von 600 Metern zu kräftigen Schneefällen. Dazu bleibt es weiter windig und nur im Norden zeigt sich auch mal die Sonne. Bei nachlassendem Wind ist es ab Freitag weiter wechselhaft.